Hallo und herzlich willkommen bei Polytron. Heute schauen wir uns die Installation unserer Kompaktkopfstellen mal genauer an. Das machen wir am Beispiel unserer PCU 4121. Unsere PCU 4121 ist ausgestattet mit 4 sogenannten Triple-Tunern im Eingang. Bei unserer heutigen Beispielinstallation gehen wir davon aus, dass wir SAT-Signale anschließen. Es lässt sich auch ein Mischbetrieb im Eingang fahren. Das bedeutet, ihr könnt beispielsweise zweimal DVB-S, einmal DVB-C und einmal DVB-T2 als Eingang verwenden. Wichtig, der Eingangspegel sollte zwischen 55 und 75 dB Mikrovolt liegen, um dauerhaft einwandfreien Empfang zu gewährleisten. Ja, nachdem wir uns gerade die Eingangsbeschaltung angeguckt haben, geht es jetzt ans Herzstück, nämlich das Programmieren der Kopfstelle. Das habe ich jetzt hier per USB gemacht. Dazu ist ein USB-Kabel im Lieferumfang. Des Weiteren ein RJ45-Kabel, wenn man die Kopfstelle ins Netzwerk einbinden möchte und über entsprechend LAN programmieren möchte. Das Wichtigste ist der USB-Stick. Hier befindet sich unsere Programmiersoftware drauf. Die lässt sich relativ einfach über Windows installieren, indem ich den entsprechenden Ordner öffne, den USB-Treiber und die Software installiere und dann kann es schon losgehen. Unsere Programmiersoftware ist im Übrigen auch kostenlos auf unserer Website zum Download verfügbar. Und jetzt stellen wir die Kopfstelle ein. Also wir schauen uns jetzt mal Channel 1 an. Wir haben hier momentan No Signal. Das bedeutet, dass kein Signal auf der Kopfstelle anliegt. Jetzt können wir den Transponder Pro 7, der ist mir geläufig, der befindet sich auf der Frequenz 12545 mit einer Symbolrate von 22.000. Die Daten gebe ich einfach in die entsprechenden Felder ein, drücke auf Search und schon sucht er den gesamten Satelliten ab und findet auf dieser Frequenz dann hoffentlich auch gleich, da ist er auch schon, den Pro 7 Sat1 Transponder. Um das zu kontrollieren, kann ich nochmal auf die Service List klicken, das mache ich jetzt. Dann öffnet sich ein neues Fenster in der Mitte des Bildes und hier sehen wir dann Input Service List, die entsprechenden Sender und ja, das ist der richtige Transponder. Kontrolle geglückt. Ich kann jetzt hier oben auf Save and Back das Fenster wieder schließen, weil ich entsprechend meinen Transponder im Eingang gefunden habe. Zum Ausgang ist es so, dass wir hier bei DVB-T diverse Einstellmöglichkeiten haben, was die Ausgangsparameter angeht. Werksmäßig haben wir die so eingestellt, dass ihr im Grunde genommen da eigentlich gar nicht eingreifen müsstet, denn damit habt ihr die höchstmögliche Datenrate im Ausgang zur Verfügung. Wichtig ist halt nur die Frequenz einzugeben, auf welcher ihr übertragen möchtet. Und da ist wichtig im DVB-T-Bereich, solltet ihr den UHF-Bereich nutzen, da nicht jeder DVB-T-Tuner unterhalb des UHF-Bereichs spezifiziert ist und es da beim Suchlauf zu Problemen kommen kann. Also ab 474 MHz, Kanal 21 geht's los und dann könnt ihr euch in 8 MHz Schritten steigern. Ja, wenn ihr dann alle Einstellungen in allen 4 Tunern vorgenommen habt, habt ihr die Möglichkeit, eure Konfiguration noch zu speichern. Dazu geht ihr auf Settings und dann auf Save Settings. Dann öffnet sich Windows-typisch ein Dialogfenster, in dem könnt ihr einen Dateinamen vergeben. Ich mache es immer so, dass ich das entsprechende Datum der Installation, den Kopfstellentyp, in dem Fall PCU 4121, und die Seriennummer. Die befindet sich, wenn man hier nochmal kurz runterscrollt, ja in dem Header. Die gebe ich dann noch mit ein, speichere das Ganze ab in einem Ordner, den ich vorher festlegen kann, und dann dauert es eine kleine Weile. Er liest die Kanallisten aus und speichert die ab. Es werden insgesamt 3 Files gespeichert. Und dann könnt ihr die Konfiguration auch in eine weitere Kopfstelle einfach so übernehmen über die Funktion Load Settings. Und damit habt ihr im Prinzip alle Dateien, die ihr für die Zukunft braucht. Wenn ihr die ordentlich ablegt, seid ihr für die Zukunft definitiv gerüstet. Ja, so einfach ist die Installation unserer Kompaktkopfstellen. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Feedback über sämtliche Kanäle, die möglich sind, direkt bei YouTube, per Mail, per Telefon. Kritik ist immer gut. Ich bin dankbar für jede positive wie negative Kritik.